Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Shantae Harpy Review. Was haben wir jetzt gemacht? Ich hab schon vergessen, wo es heute war. Ach, wir haben jetzt ein paar Themen. Licht da bekommen vor allem. Wir haben uns den bekommen. Wir haben uns den nicht geholt, wir haben ihn bekommen. Von uns selbst. Eigentlich haben wir ihn bekommen, aber. Warum hat es keinen Sinn gemacht? Von dem, was ich gesagt habe. Und wir kaufen uns jetzt. Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, wir holen uns das mal maximale Geschwindigkeit. Ich glaube, es war nicht so gut. Ja. Ja, ich bin nicht ganz sicher. Wir holen uns Blase. Blase wird einfach nur, dass wir. Ich bin mir gerade sehr nicht sicher. Weil die erste Gruppe davon ist langweilig. Weil ich braucht man gut. Also, wenn man. Projektile, also Schüsse, werden einfach nicht von Projektilen getroffen, also Geschosse, ja, deutsche Wörter. Nee, müssen wir nicht lang, wir müssen zu Onkel Mimik. Sag Bescheid, wenn du nicht mich abgegildest. Du hast ein Lichtwitter gefunden. Ist das für mich, oder? Ich rede. Ah, er gehört direkt in den Dunkelsplitter, genau. Ist er doch dann zu lesen? Ja. Wunderbar, jetzt fehlt nur noch ein Teil, Onkel. Ja, wir haben es fast geschafft. Oh Mann, ich muss los. Schließlich muss man das Leben genießen, solange man kann. Warte, warum sagst du das andauernd? Hä? Oh, hast du es nicht mitbekommen? Die Sache mit dem Ende der Welt. Er gibt noch einmal beschwört eine Kreatur von unsagbarem Schrecken. Er versuche so viel Spaß zu haben wie möglich, bevor das Biest damit anfängt, die Welt zu vernichten. Wie sagt er? Was? Eigentlich könnte ich einen Flug brauchen. Ich werde Federkopf nach einem Flug zu Super Barons fangen. Vielleicht bekomme ich einen Platz in der ersten Reihe. Hier hast du eine Karte, falls du mitkommen willst. Denn anscheinend kann man nur mit Karten reisen. Ciao! Ich kann auf keinen Fall zulassen, dass Hippo Baron irgendeine gigantische Bestie besperrt. Ein letztes Mal, Onkel. Danach hilf ich dir, deine Maschine fertigzustellen. So viel Ablenkung heute. Wasch mich wieder, dass du vorsichtig bist. Mach ich, Onkel. Das hört sich nicht so gut an. Ende der Welt und so. Was sagst du dazu? Sky? Lass mich raten, du willst zu Hypno-Bremen-Sport fliegen. Woher weißt du das? Von die Tops, diese tollen aus Tomaten, weil die sich einen Flug schoren. Oh. Du gehst wegen noch in Schwierigkeiten. Aber ich muss den Hypno-Bremen aufhalten. Typisch. Nicht sag echt, dass ich hätte dich nicht gewarnt. Und Joe. Ich kann nicht reden. Ich kann auch nicht reden. Das bin ich. Wenn das Gastbild hat, dann wusste ich ja schon, aber. So war Rat. Und ich sehe mal. Ja, der Unterschied ist zu Mermaid Boys. Und Tino Barrensburg. Ja. Einiges, würde ich mal sagen. Einiges. Morty Tops, hört auf mich! Das ist gemein, Sky. Das nächste ist dieser Spatzel und hat mich gezwungen, die ganze Zeit herzulaufen. Und ich habe erst letzte Woche die Beine gewechselt. Sei nicht wütend. Ich bin sicher, du wirst neue und bessere Beine finden. Wie auch immer, kannst du mir mehr über das Monster, das da nur bei mir schaut. Oh, die Kreatur, unversprechlich, scheint's. Ich habe gerade wie meine Brüder übergehört haben. Ich nehme an, der Hypno-Pöne konnte sich bei Hinrad einholen. Er sagte, er braucht eine Kreatur, die böse genug ist, um die Raumzeit zu zerreißen und die Menschheit in ein Meer aus ewigen Leid zu werfen. Oder sowas in der Art. Meine Brüder haben ihnen erzählt, wie man den Schrecken beschwört. Im Gegensatz haben wir einen ganzen Sack voll Sequenzintellekt dunkler Mandelrüstung bekommen. Ja, die Menschheit für einen Sack Kaffee dem Untergang geweiht. Naja, es war vor 9 Uhr morgens also. Okay, ich werde einen Weg in den neuen Schwungskampf finden.
in seinem Plan verhalten, bevor das passiert. Ich werde mir das von dir aus ansehen. Jo, bleib du hier. Du Stück Shit. Hallo? Jemand zu Hause? Hier ist es gruselig. To go. Stahl. Und so. Idiot. Aua! Mann, warum bin ich so scheiße in allen Spielen? Ein bisschen aufwärmen. Ein bisschen Euro-Training. Euro-Training. Oh. Hello, my lady. Einfach weil ich es kann. Die, Bitch! Die! Jawohl! Jawollo! Und das Abner. Dieser Ort braucht ein Poster. Ein großartiges Poster. Abner! Hä? Es ist ein Gehirn mit Beinen. Hast du etwas für mich? Kaffee? Gehirne? Kaffee mit Gehirn drin? Nicht wirklich. Dann verschwinde. Du bist ein Blödmann. Du bist ein Blödmann. Also, warum willst du ein Poster? Hau auf Evil und ich übernehme die alte Burg. Aber ich mache mir Sorgen um diese Wand hier. Ich schreibe förmlich nach einem totschinken und abgefahrenen Poster. Ein total abgefahrenes Schwarzlichtposter. Ich kann scheiße. Weil ich könnte reinkommen, aber bin so voll. Au. Aua. Dodged. Ja. Motherfucker. Nein. Oh, wurde gefressen. Nein. Ich hätte Feuerball schmeißen können. Nein. Falsches. Nein. Ja, ich hab's gewusst. Ich habe noch wenig Leben. The fuck? Wo ist mein Leben? Aua. Ich habe noch nie Probleme in dieser Scheißbo. Was soll ich noch nennen? Ja, ein bisschen Verwechslung. Aber ich brauche noch vieles für den Boss. Beide Bosses ist echt scheiße. Yay, eine Kiste. Mit einem Lebenshalter. Ich meine, der Herzhalter. Lebensalter, könnte man auch sagen. Weil das hat man nie gesagt. Fuck, ich hätte es davon nicht essen machen. Er verschwindet. Ach, jetzt weiß man auch. Oder auch nicht. Ich kann den Mond bekommen. Das kann man zum später machen. Wie komme ich weiter? Hier lang? Ja. Ah, geraten. Ich habe meinen Arsch schon verbrannt gesehen. Hallo, Abner. Hoffe ich mich nicht verliebt. Oh Gott, das war Mirosla. Halt die Presse.
Dein Orgasmus. Würden Sie sich nicht so abbewegen? Ah, noch mehr Skill. Und zu wenig Skill. Und da sind wir schon am Ende. Geil. So lobe ich mir das. Und hier sehen wir eine Plattform, die in frühen Teilen früher oder nicht. Man kann ja nicht dran. Keine Ahnung, auf jeden Fall dort, wo sie hingucken. Dort gehen sie auch hin, aber nur das Pokémon. Ausspringen! Hat er noch eine Runde? Oh Gott, ich bin schon wieder zu spät. Dann nicht die Dinger einfach nicht fest. Alter, ich bin nicht scheiße geworden. Ich mach gerade mal so eine halbe Stunde Pause vom Zocken, ne? Weil ich Video und so. Oh Gott, das war geil, okay. Geil. Ja, und dann kann ich nichts mehr sofort. Oh nee, nicht die. Ich weiß die manchmal nicht. Ich muss einfach nur schlagen und die ganze Zeit springen. Also springen und zwischendurch mal die ganze Zeit schlagen. In der Hoffnung, dass sie ihre Deckung verlassen, indem man gesprungen ist. Beziehungsweise seinen Angriff vorbereiten. Aua. Ha. Geht doch spät. Aua. Vor wieder nach unten zu sein, Leute. Und sieht man wieder nicht mehr, oder? Oder was man hat, Motto. Oder? Da laufen Spinner. Jemals? Ich weiß es nicht. Achso. Verdammt. Ach, hier war die Spinne. Jawoll. Alter. Ich werde dies einen Achievement machen. Ne? Es gibt ein Achievement der Spinne, die zu töten. Und das können wir auch nicht machen, erreichen, also. Weil wir dazu brauchen wir eine bestimmte Fähigkeit, die wir noch nicht haben. Und die beiden müssen wir uns auch noch runterhoppen, aber erst später. Weil das eine ist einfach ein Full Restore, also Full Heilung. Und das andere macht einfach Schaden auf allen, die schon auf dem Bildschirm. Ist nichts Besonderes. Lass mir gelten. Ja. Gott. Ich fix halt Yoshi, ich Gott. Und wegrennen. Au! Wie hast du mich getroffen? Du hast noch umgeschlagen. Trotzdem. Also ich hab die noch nie so einfach gesehen. Normalerweise schlagen sie 24 nach oben. War nämlich nicht mal so hätten. Speichern, ja, natürlich. Jawollo. Gegner Baron. Deine Zeit ist abgelaufen. Du bist es. Egal. Meine Beschwörung ist bereits vollend. Er zittere vor Furcht, während du dem Ende deiner Welt zusiehst. Nein.
Erblicke die Kreatur unaussprechlichen Schreckens. Nein, nein! Oh. Yo! Hä? Squid Baron? Schau mal, ich habe den fünften Bossstatus erreicht. Ich bin nur einen Schritt von der Hauptrolle entfernt. Ich würde mich nicht überraschen, wenn man ein Spiel nach mir benennen würde. Der Titel wäre Shantiri in den bedeutenden Squid Baron. Nein, Squid Baron's Quest mit Shantiri in der Nebenrolle. Ehrlich gesagt, sollte man einfach nur ein Squid Baron-Spiel ausmachen. Ich lasse dich sogar ein billiges DLC sein, wenn du mich nicht fragst. Zum Beispiel eine alternative Farboption. 99 Cent klingt nach einem fairen Preis. Du hast den Verstand verloren, Squid Baron. Erstens, die Titel haben immer einen Doppelpunkt oder einen Unter im Namen. Zweitens, ein Spin-off würde nur einen Teil des Publikums ansprechen. Das Spiel würde sich also nicht schlecht verkaufen. Wie peinlich. Und drittens, wenn man eine Farbpalette mit deiner vertauscht, wärst du rot und lila. Und das bist du bereits! Wie magst du es? Ich werde es dir zeigen! Spiel die abgefahrene Boss-Soundtrack ab und kämpfe! Squid Baron, Kreatur unsaugbare Schrecken, unsaugbare, genau. Boah, Alter, bitte ist der Leuchter. Nachdem ich das. Das war gestern dauernd. Das Leuchter, Ne, ich hab. Bei Whiskey Ranch, weil fuck, oh fuck, das weiß ich nicht, das kann ich nicht aufbrechen. Au, bei Whiskey Ranch war es viel schwerer und nerviger. Au, ich bin dumm. Aua, ich bin dumm, ich bin dümmer als dumm. Bei Whiskey Ranch kommst du nur dort stehen, du an einer Ecke standest. Und immer wenn der Kind in dieses 24 gesprungen ist, hast du einmal falsch getimt, bist du aus dem 24 getroffen worden. Außer du hast dann auch noch eine Drehung an. Ich hätte schon können, ich Idiot. Ups. Jawoll. Explosion! Fuck. Lebt er noch? Doppelbarone, heimtückisches Du. Take them both down. Ah, ich, in Hardcore-Modus hatte ich so. Ah, ich habe so schlecht schnell hier noch in diese Scheiße. Oder? Ich habe hier 5 Milliarden Versuche gebraucht, bis ich es einmal geschafft habe. Hardcore-Modus, Alter. Komm, wir gönnen uns mal zwei davon. Natürlich gibt man halt immer das halt dreifach zu schnell. Und Hypno Ball und Speedo. Aua, Idiot. Speedo schneller. Und greif doch schneller. Aua. Greif schneller an. Und das bin ich halt so vor. Ich bin nach hinten. Aua. Aua, boostet. Fuck. Aua, Mann, ich kann nicht raus, ich bin so dumm. Ich bin so schlecht. Aua, ich bin so scheiße, ja. Stirb. Ich bin mir ein bisschen. Einfach die Weichstoffe nur nicht. Jetzt halt neu holen kann. Und ja, er ist der bisschen down. Hoppala. Ja, das macht jetzt 24. Was super nervig war im Hardcore-Modus. Also, like, literally. Du konntest ihn so gut nie treffen, du warst 24 von allen getroffen.
Ah, zumindest ich, weil ich scheiße. Mann, warum spiele ich so scheiße, wenn ich aufnehme, Mann? Egal welches Video spiele. Außer Denkspiel. Da bin ich immer gut, ich habe in der Zukunft auch Crash Bandicoot 3 geplant. Also Let's Play, halt durch aufmachen. Oh, da war ich schwer. Noch nicht so schwer. Ich hab die Spiel am Ende. Like wahrscheinlich schon. Den hat man nicht. Oh Junge. Oh boy. Das wird nervig. Oh je, ich glaube, ich habe ihn diesmal wirklich in den Luft gejagt. Ich habe nur bis jetzt glücklich jeden Baron. Aber vielleicht ist dieser ein Idiot. Aber ganz tief drin wollte er geliebt werden. Oh, das wird er. Weißt du, ich habe ihn nur wegen seiner Merchandising-Rechte beschworen. Was? Squid Baron-Mützen und T-Shirts. Mit Rundkranken, Rackel an den Ärmeln. Aber was aus den zerreißenden Raubseiten und dem Meer aus ewigen Leitungen, indem du die Menschheit ertrinken wolltest? Wer hat dir das erzählt? Nein, der Satz lautet, die Freizeit schmücken und die Menschheit in ein Meer aus gewebten 100% Baumwollkomfort versinken lassen. Oh. Squid Burns Merchandise wird das Böse bis in alle Ewigkeit finanzieren. Ich werde jetzt nach Hause gehen und ein sehr langes und heißes Bad nehmen. Du wurdest gehentheit. Emma White. Emma White. Ach, Hentai confirmed. Nun halt mir die beste Formation auf der ganzen Welt. Wodurch das bestimmt das funktionieren kann. Rein theoretisch könnte man auch einfach so machen, aber leider erlauben sie das nicht. Stattdessen muss man diese Formation benutzen. Weil sonst könnte man einfach nie wieder Spielu spielen. Also, weil diese Cutscenes immer nur einmal gespielt werden. Dann können wir endlos liegen mit einer richtig langen Steuerung. Also. Man muss nur kurz getötet halten, man spielt 5 Milliarden Jahre weiter. Also, das ist ziemlich nervig, aber. Wenn man es gelernt hat, wie man steuert, sollte das alles easy werden. Am I right? So, ab jetzt können wir für die 100% gehen und alles holen. Glückwunsch. Ja, du hast das Böse 5-mal an einem einzigen Tag aufgehalten. Das muss ein neuer Rekord sein. Ein Genie zu sein, der nur zu Hälfte enthält, ist sicher nicht einfach. Ich weiß, was du meinst und danke. Aber jetzt schaue ich, Onkel, wirklich das letzte Bauteil zu finden. Also, was ist denn, Onkel? Dem Plan zufolge, oje, auf dem Bauplan sieht man einen manuellen Mechanismus. Das muss doch nicht sein. Hier kann dein alter Onkel mal richtig aufblühen. Genau, wir werden improvisieren. Wieso das Rad überhaupt drehen, wenn man ein Hamsterrad die Arbeit abnehmen kann? Ich weiß nicht, vielleicht Neuigkeiten für einen gewissen Hamster? Hey, das ist es! Ein normaler Hamster würde müde und müsste sich auch einstützen. Aber ein Zombie-Hamster kann den ganzen Tag lange rennen. Genial! So machen wir es. Der Zombie-Hamster wird unsere ewigwährende Energiequelle sein. Und ich werde das Hamsterrad aus Eisen schmieden, um die Hitze auf seinen kleinen Monsterzähnen zu reduzieren. Ziehen wir diesen Plan wirklich durch? Okay, warte, stopp. Das klingt nach einem Spezialgebiet. Wo nehme ich denn jetzt einen Zombie-Hamster her? Keine Ahnung. Kann man nicht einfach einen normalen Hamster nehmen und ihn beißen? Ich glaube, Power Vieh will seinen zu bekommen. Wenn dein Bruder schon einen Zombie-Hamster hat, ist das fast nicht gleich gesagt. Hehe. Und was ist mit dieser Eisenplatte? Da musst du dich mal in der Stadt herumfragen. Alles klar, ein Zombie-Hamster und deine Eisenplatte, komm sofort! Aber vorher werden wir versuchen, Backtracking zu machen, wenn ich wüsste, was der Schnitt liegt. Ja, das will ich wissen. Ich mache einfach nur Backtracking und durchsuche alles. Und mit alles meine ich auch alles.
Ja, ich hab ein bisschen hier lang. Hier fangen wir ein bisschen an. Ich weiß ein paar Dinge, die ihr nicht wisst. Das ist im ersten Bereich, können wir noch nichts holen. Ich habe vergessen, mir Waffe abzuziehen. Beziehungsweise wie man das macht. Mit einem Abschnitt teleportieren. Voll, ich Idiot. Wie kann man nur so dumm sein? Oh mein Gott. Und dann ist das, was davor versucht habe zu schießen, jetzt endlich möglich. Zack, und hier finden wir das Wasserfallrelikt. Mit denen können wir dann immer mit Sports, wo ja die einzelnen, einzigsten Wasserfälle sind, so gut wie alles holen. Zwar nicht alles, aber so gut wie alles. Wir werden einfach versuchen, aus allem alles zu holen, was geht. Eins nacheinander, genau. Geiles Deutsch, mal wieder. Good job. So, hier werden wir auf jeden Fall nichts finden. Und darüber gehen wir einfach mal. Aua, ich Idiot. So, das haben wir jetzt mal in die Meeresbauung. Und schwimmen hier runter. Und hier finden wir unser, ja, hier finden wir eine versunkene Seele, die wir die 100% für das Crew-Ending brauchen. Man braucht nicht alle Items für das Crew-Ending, aber warum nicht? Also für das 100%, also 100% heißt nicht gleich Crew-Ending. Das ist unterschiedlich, warum auch immer, aber hat man einfach so sich entschieden, dass man die beiden unterschiedlich macht. Das Crew-Ending und das 100% MD. Hopp. Hier finden wir einen Galerieschiss. Wie lange schon? 5, in die Hälfte. Geil. Warum will ich nicht stehen bleiben? Ding. Na, böse. Man hier von nein wahrscheinlich war ja viel zu leicht. Nicht gerne etwas, aber wo ist das da? Hier brauchen wir die Mr. Krabs Form, weil wir haben ja jetzt die Grammschere und können das Ding holen. Durch das haben wir die können wir das zumindest machen, außer wenn wir nach oben tippen. Was sagen wir hier nochmal? Ich glaube, ja, wir hatten hier, Klauenfische, ja. Harpierklaue, damit können wir jetzt als Harpier angreifen. Auf falsche Form. Und so sieht das aus. Wieso kann ich das Wort werden? Ich bin prima. Fuck. Han. Oh nein. Diese Fuck-Entwickler haben es gepatcht. Man kann jetzt nicht mehr übelst viel spammen, sondern dann macht die auch jeden 5 Minuten Pause. Schade. Schade, schade. Das wird mal ein bisschen schwieriger. Danke. Fuck you, Faye Forward. Fuck you, Ha. Ja, von dieser Plattform müssen wir uns mit jeder mal Maus fahren über. So verwandeln. Und dann mit der Maus einfach durch. Ja, nur durch einbildern. Steuern müssen, ein bisschen schwierig.
Au. Übrigens, dass man den Abwehren klauen, dass man nur 5 schießen kann hintereinander. Muss der neueste Patch gewesen sein, wo auch das Risky Mode eingemacht wurde, weil er als Hardcore-Modus gespielt hat, da war es noch nicht so. Da konnte man noch 24 Abwehren klauen durchspeuern, wie es geht. Bis an der Finger wie tat. Und dann musste man gut Fuß weiterspielen. Denn ich bin ein sehr guter Spieler mit Füßen. Ich spiele gerade total durch auch mit Füßen. Mit meinen Händen masturbiere ich gerade. Ja, weil ich mein eigenes Skill aus angetan werde. Und noch ein einfacher Galerie-Schlüssel. Easy! Ups, bin ich da? Ja, das bin ich. Übrigens, wenn man verwandelt ist, kann man keine Magie benutzen. Beziehungsweise Items oder Fähigkeiten. Das ist ja eigentlich nichts anderes als Magie. Ich meine, es verbraucht Mana. Also alles, was man verbraucht, ist Magie. Das ist klar. Weil sonst würde es, weil sonst wäre Mana überflüssig. Und jeder würde Mana hassen. Außer das Lied. Mana, Mana. Babi, Babi. Mana, Mana. Babi, Babi. Ich hoffe, dass mit den Einstellungen jetzt ist alles gut. Ich meine, da fasst das Programm jetzt alles. Aber dafür werde ich nicht so abgehackt wie beim letzten Part. Also manchmal hat im letzten Part einfach nur ein paar Wörter abgehackt. Ich habe mich auch ein bisschen leiser gestellt. Wobei ich noch nicht genau so laut hatte. Übrigens, ich weiß jetzt nicht, was ihr zum Let's Play oder so sagt, weil ich alle Folgen voraus aufnehme. Ich habe einfach mal ein paar Folgen hochlade, dann irgendwann keinen Bock mehr habe zu spielen. Und dann haben die wieder ein totes Let's Play, so wie alle anderen davor. Ja, jedes Let's Play, was ich gestartet habe, ist halt einfach von drin, aber von aus voller Heute aufgehört. Das nennt man Skill. Ich meine, ich hätte auch einfach nur ein Test ausschreiben sollen, aber. Nee, ich. Das ist so ein Format, wo ich auch wirklich cool etwas besser bin, wie zum Beispiel bei Tales of the World Radiant Mythology School. Und wir haben Hates Container. Genau. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war alles, was wir gucken können. Nee, das war nicht alles. Wir haben etwas beim vorigen vergessen. Also im nächsten. Beim vorigen. Beim letzten Mal, als wir hier waren. Übrigens ist es ein Achievement, sich von denen gesehen zu werden. Ich kann nicht jetzt sehr fein gedreht. Man braucht einem nur die HP-Formation. Und schon hat man das automatisch gewonnen. GG Sheets. Manchmal musst du einfach gucken, vor allem aber du musst halt dann im Bus spielen. Aber trotzdem sollte ich ein bisschen rechts bleiben. Weil ich bin ja Nazi und Nazi beim Rechtskappa. Also Kappa des Nazis, ne? Und da habe ich mich aber schon lassen. Naja, ein bisschen vorsichtig sein, aber. Sonst? Ich hab die Stelle verpasst. Wo war die Stelle? Ja. Ach, hier war die. Au. Ach nein, fuck, ich hab mich jetzt gesprochen. Die Schmorzen voll. Oh, ein Galerie ist noch gut. Ja, was haben wir denn hier noch nicht? Ich kann mich schon. Wenn ich einfach spielen müsste, dann würde ich sagen, wir haben ja alles.
können sogar hinhauen. Ja, es hat sogar kompletten. Gut. Geraten von 10 von 10. Von 10 von 10, geil. Ich gut in Deutsch. Ich Pixar Yoshi. Ah, wir nehmen schon wieder eine halbe Stunde auf. Geil. Habe ich da gerade einen Frame Drop gesehen? Hä? Hä? Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ah, oh mein Gott. Da wurde Spike in meinen Arsch. Spike came in meine Arsch. Oh fuck. Ihr seht, wie gut ich im Spiel dran bin. Mir schon alles. Ich habe ja schon alles. Ja, alles. Übrigens, einfach nicht mehr. Aber ich muss mal nachgucken. Ungelogen. Aua. Und Sprung. Ha, muss ich noch nicht mehr. Ich hätte mal 5 cm nach vorne laufen müssen, dann wäre ich generell unsichtbar. Und das können wir auch nicht machen. Boxchamp. Ja, mit Musik einer spielen. Erinnert mich halt. Oh, wie ist das Spiel? Warte, ich würde kurz aus. Okay, ich hab's. Ha, gleich gefunden. Sonic Adventure DX. Aua, Fotze. Da Casino. Ja, in diesem einen Casino-Bereich. Au. Und da war doch so eine ähnliche Musik. Ha, mit der Summe eine Seele, wie sie. Oh Gott. Nein, nein. Au. Idiot. Und Schuss. Ja, genau, leck mich. Ha. Wir haben Hardcore-Thema. Genau, Alter. Wie viel Versprecher willst du denn noch an die Vertrauen? Am besten mischt die ganze Folge aus Versprechern. Oh, das ist ja geil. Hier ist ein Zimmer von Versprecher. Besser Prank, Ara. Wäre ja wirklich ein guter Prank. Ha, lol. Gelogen. Das ist ein scheiß Prank. Das wäre noch nicht mein Prank. Was soll die Leute wollen jetzt ein Prank? Nee. Da wurde ich gehittet. Wie ich jetzt. La. Au, da war schon drin. Nee, nee, nee. Kleingeld. Kleingeld. Dann können wir auch so einen Stopp gerade. Aber anscheinend wird der Counter reset. Sobald man einen Fehler voll. Jawoll! Lo. Gab's das? Aua! Unfair! Alkohol-Hex! Naja, es gibt hier noch einige. Das hätte ich dann schon. Fucking Missgeburt. Irgendwie krank gemacht. Ich wollte keine. Au! Warte. Warte, aber kann halt. Alter, ich merke gerade, ich spiele die Maus. Ja, hier ist eine Maus. Sie sieht richtig aus wie ein Gesicht. Sehe ich jetzt. Fuck, man. Aus solchen Gründen lohnt sich so eine Replay. Also für mich so ein Replay für euch. Ich glaube, aber verschluckt. Wirklich. Jawohl, ich muss mich jetzt freuen. Fuck off. Seriously, fuck off. Verschwende einfach mal eure Zeit und meine auch. Girl, die hat das erwarten müssen, diesen Part noch nicht, was so relevantes passiert. Nein, ich bleibe nur
alles durchsuchen. Wobei ich könnte vielleicht ein tiefes Item holen, was so relevant ist, aber sonst nicht. Das Sekretin ist ein bisschen, dass mein Mausrad über mein Aufnahmeprogramm liegt. Ich mal kurz weg, danke. Weil er sieht aus, als wäre er in einem Mausenbild, aber da ist kein Mausenbild. Boosted! Die Grafikqualität sieht gut aus. Von dem Aufnahmeprogramm. Lag 0. Also vielleicht zwischen diesmal. Vielleicht kann es sein, ein kleiner Lag haben. Aber sonst. Ich hab jetzt in letzter Folge nicht gibt, also jetzt nicht gut nach, wo jetzt ist, ob ich irgendetwas verbessern könnte. Also von der Audioqualität, weil die Audioqualität kann ganz gut nach. Hier ist nichts außer Klingelt. Das ignorieren wir mal diesmal. Ah, so wie ich gedacht war. Nicht mit mir. One boy one. Bam! Schade. Ich weiß, dass man meinen Tasten hat. Ich sehe es, ob man meinen Tasten hat. Au. Ja, da musste ich mich mal kurz muten. Kann sein, dass ich jetzt lauter oder leiser geworden bin. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen lauter gemacht, hoffentlich hört man. Hoffentlich übersteuere ich jetzt. Aua. Hoffe. Alter, ich hoffe, ich übersteuere. Oh, übersteuern macht Spaß. Was ist hier? Eure Ohren tun weh. Und ich kann euch alle auslachen. Bei meinen Videos. Idioten. Guckt auf jeden Fall nicht meine Videos. Und gebt mir kein Geld. Aua. Das ergibt keinen Sinn. Ah. Zerquetscht du Bitch. Fuck. Yay. Kleiner Bereich. Hier ist ein Rätsel. Was kommt zuerst? Nur das sein. Ah ne, so ein Rätsel. Das kommt erst. Der erste. Außer wenn nur die Löcher aneinander hängen. Gut. Das hier ist das letzte Stück. Das kommt als nächstes. Da. Und dann dieses hier. Dass man Controller vibriert. Wenn man Controller vibriert, kann man leichtes vibrieren. Also jetzt nicht so die Biber sexuell erregt werden kann. Lol. Lol. Sex. Lol. Pedis. Haha. Vagina. Lol. Koffel. LMAO. Nee, nee. Ja, es ist immer so nervig, warum auch immer sie so langweilige Sachen machen. Ich meine, das Rätsel an sich ist okay, aber dann macht es wenigstens jetzt nicht so nervig am Ende, dass man 5 Jahre braucht und durchkommt. Aber das ist einfach nur dumm und langweilig und niemand mag es. Das ist auch der Grund, warum niemand die auch mal schneller mag. Das ist einfach nur gestreckte Scheiße. Fuck, so früh. Perfekt. Da kommt dann noch irgendetwas. Ja, ich glaube, da kommt noch etwas. Ja. Vielleicht. Genau. Da habe ich keine Ahnung. Aber soll ich wissen, dass etwas kommt? Oh, da spielt in der Dead by Daylight. Ein Spiel, was nicht besitzt war.
Weil mir auch keinen Spaß macht. Woher weißt du, ob es keinen Spaß macht? Weil es langweilig aussieht. Ich bin nur Spiele wie Plot haben. Sehr viel Plot. Viel Plot. Ohne Plot meine ich Brüste. Lol. Und Tiere. Denn ich bin ein Furry. Lol. Da ist eine Kiste. Eine wunderschöne Kiste. Übrigens Spaßfakt an alle Leute, die noch zuschauen, warum auch immer. Ihr seid alles Idioten. Ne, keine Sorge, ihr seid dumm. Halfine Heroes ist ein Reboot der Serie. Also die alten Teile waren alle so Pixelgrafik, so ganz alt. Und das war das erste Spiel, das komplett von der Pixelgrafik abhält. Also nicht von Pixelgrafik abhält. Und es hat es gehört nicht, es hat keinen Plot-Zusammenhang mit den anderen. Also man kann Halfine Heroes von der Story her spielen, ohne dass man die anderen Teile vorher spielen muss. Toll, nicht wahr? Jawohl, Mäusebills. Wie ist das übrigens? Weil ihr könnt jetzt als Maus angreifen. Wo ich immer noch nicht verstehe, warum. Na gut, außer bei diesen Passagen hier ist es relativ gut, weil man kann auch immer durchwendet haben, warum auch immer. Ja, man kann durchwendet haben. I mean, I call hacks. But you can do whatever you want. I won't stop you. Never. Und mal gucken, ob hier noch etwas im Bereich etwas ist, was ich nicht davor geholt habe. Weil ich dumm bin. Wo hab ich? Alter, jetzt hat dies alles so einfach. Diese Truhe habe ich. Hab ich, Digga, sure. Yalla, Habibi. Ich glaube, die haben nichts mehr. Also wir haben nichts verpackt. Wir haben alles. Ja, alles. Ja, Allah, Bibi. Jo, wir haben alles. Naja, ich würde nur sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten hier. Spaß ist und... Ciao! Bitches.